Hallo. Wie geht's euch? Hallo, Akku. Huhu. Alles klar bei euch? Marci, hallo. Dankeschön, Mario und dir auch. Hi. Huhu. Ganz was verzruckt. Mir geht's gut, danke. Und euch? Wir haben schönes Wetter, aber es ist kalt. Und ich bin heute schon ein bisschen Töffli fahren. Schöne Ostern, gleichfalls. Nein, ich habe keine Hasen gejagt. So was würde ich nie tun. Nee, ich bin viel zu großer Tierfreund. Danke, Marci, das wünsche ich dir auch. Blume, das wünsche ich dir auch. Der Häusi, frohe Ostern. Ja, mit dem Mofa, ich habe einen Mofa. Die 46 Jahre alte Schachtel hat einen Mofa, ja. Patientin schläft, okay. Dann gute Erholung. Das freut mich, Hannelore. Dankeschön. Bei uns heißt das Eier suchen, ja. Gruß nach Winterthur. Dankeschön, Blume. Habt ihr die Eier schon gefunden? Danke, Conny. Graubünden, oh schön. Gruß zurück. Dankeschön. Nein, ich musste keine Eier suchen. Da war nichts versteckt. Sie hängen beim Mann, ja. Ich habe keinen Mann. Zum Glück. Ich bin nicht krank, Liebesarbeiter. Ja, ich habe es schon richtig verstanden, Marci. Schlecht, wenn nicht. Bei dir auch nicht. Ja, ich wollte nur kurz Hallo sagen und allen schöne Ostern wünschen. Ja, ich war jetzt schon länger nicht mal live. Es sieht irgendwie alles ein bisschen anders aus. Andi, hallo. Mir geht's ganz gut, danke schön. Ich freue mich richtig über die Ostertage. Mal wieder ein bisschen frei. Hallo Froni. Also ich habe nichts auf dem Programm hier, ne? Einfach mal Hallo sagen. Ja, schön aus und esse das Schoki-Ei. Ja, das mache ich dann. Frohe Weihnachten, ja. Hallo. Dicke Biene ist beigetreten. Hallo aus Ungarn, wow. Hallo zurück. Schön, dass du mal live bist, solltest du öfter machen. Ja, ja.
Es soll ja was Spezielles bleiben, ne? Tschüss. Hallo. Ja, jetzt habt ihr die Gelegenheit. Habt ihr irgendwelche Fragen? Sonst kann ich die ja nur immer per Video beantworten. Jetzt könnt ihr mich mal direkt fragen und ich kann euch das gleich beantworten, wenn ihr möchtet. Dankeschön, Stones. Freut mich, wenn sie dir gefallen. Was ist denn da oben los? Wo kommst du her? Ich komme aus der Schweiz, aus der Zentralschweiz, genauer gesagt. Direkt am Vierwaldstättersee See wohne ich. Ich bin eine Schweizerin. Ich muss nur hier ein bisschen Hochdeutsch sprechen, weil da sonst versteht mich ja keiner. Mag dich aber. Geh jetzt raus an die Sonne. Ja, das machst du richtig. Ich genieße die Zeit lieber, statt blöd zu fragen. Okay. Ah, du sprichst super Hochdeutsch. Ja, danke schön. Huhu. Sillepille. Danke, wünsche ich dir auch. Grüße aus Zürich. Gruß zurück. Dankeschön. Ja, ich werde jetzt nicht immer switchen zwischen Hochdeutsch und Schweizerdeutsch, sonst kriege ich einen Knoten in die Zunge. Woher du deine coolen Mützen hast mit den Wackelohren? Ja, Karina, ich habe gerade vorhin deine Frage beantwortet per Video, musst du mal gucken gehen. Ich glaube, das war es nämlich du. Ja, das sind die heißen Wackelohrmützen. Und ich möchte jetzt hier ehrlich keine Anbieter nennen, weil ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Ich möchte ja nicht rausgekickt werden. Aber einfach mal nach Wackelohrmützen googeln. Da gibt es sehr viele Anbieter, die diese verkaufen. Grüßli zurück. Ja, kein Problem, Karina. Kein Problem. Bis zum nächsten Mal, Blume. Hallo Doris. Schön, dass du auch vorbeiguckst. Frohe Ostern aus Köln. Ich grüße zurück. Ja, Doris, ich bin nur ganz kurz live. Ja, das Wetter ist schön, ne? Aber es ist kalt. Ist es bei euch warm denn? Also an der Sonne geht's ja schon, aber sonst ist es so ziemlich frisch. Geht so eine Biese. Also mit dem Mofa war es vorhin doch schon ziemlich frisch. Dankeschön, Dine. Dinego. Dinego. Was für ein Mofa hast du denn? Ich habe ein Bike One. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Huhu, wünsche dir einen schönen Tag. Danke, das wünsche ich dir auch. Frohe Ostern aus Hessen. Dankeschön, das freut mich. In Ungarn ist kalt und windig. Ja, wir haben ja ich glaube, am Dienstag oder so hat er fast schon wieder Schnee gemeldet. Akku, ja, ich rauche. Ich bin Raucherin. Was sagt er nix? Ja, habe ich mir gedacht. Cuxhaven sind jetzt 8 Grad, aber auch etwas windig. Ja. Hallo. Sonnig und warm. Ich mag ja lieber, wenn es regnet. Das ist auch ein Mofa. Okay. Ich find's spaßig.
keine Sonne. Mondschein. Hallo, Ramil Angel. Kriege ich da noch andere Nachrichten? Wie kannst du deine Augen unabhängig voneinander bewegen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das geht. Ich kann es euch nicht beantworten. Ich glaube, wenn man schielen kann, ist das noch ein kleiner Schritt, dann irgendwie die Augen separat zu bewegen. Ich weiß es nicht, wie das geht. Ich kann leider kein Tutorial machen. Ich mach das einfach. Dankeschön, das freut mich. Danke für die Rose. Hatte mal Vespa Ciao in Orange. Oh! Nein, ich war ja nur Mofa, also Zweitakter, ne? Das fährt maximal 40 km/h. Aber das reicht mir. Danke für die Rose. Ich finde es auch cool mit den Augen. Ja, ich wüsste jetzt nicht, wie man das jemandem beibringen kann, das mit dem Schielen und mit den Augen bewegen. Keine Ahnung. Das macht man einfach, ne? Du kannst das einfach mit dem Schielen, ja. So, was macht ihr heute noch Schönes? Geht ihr spazieren? Ostereier suchen? Hallo Heidi! Huhu! Ostereier schon gefunden? Dankeschön! Lernen. Was lernst du denn? Hallo, Sandy. Was hast du heute noch vor? Ja, alles nur nicht mehr spazieren gehen. Hast du genug gekriegt? Ich weiß nicht, was ich heute noch mache. Ich habe eigentlich noch vorgehabt, noch ein paar TikToks vorzudrehen. Weil ich komme ja unter der Woche nicht dazu, TikToks zu machen. Und jetzt wollte ich eigentlich heute noch ein paar vordrehen, dass ich da nächste Woche jeweils was hochladen kann, jeden Tag. Aber ich finde gerade keine Sounds mehr. Ich muss mal, glaube ich, wieder was Eigenes irgendwie hochladen. Oder im Moment ist ich komme auch gar nicht mehr dazu, Sounds zu suchen. Ich weiß nicht. Ich bin nur noch am Liken und am Kommentieren. Ostereier mit der Drohne suchen. Findest du auch kaum noch Sounds? Ja, manchmal gibt es ganz viele, da läuft das wie verrückt und dann wieder ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das auch an der Stimmung teilweise liegt, dass man einfach plötzlich Dinge nicht mehr so lustig findet oder wenn man vielleicht sonst nicht so gut drauf ist, dass man halt auch weniger lustige Sachen gut findet oder ja, keine Ahnung, ob es daran liegt. Manche klaust du dir von mir, ja, das ist doch in Ordnung, das ist TikTok. Geht dir auch so mit den Sounds? Hast du auch so Tage, ja? Da findest du es einfach nicht lustig und dann speicherst du dir das nicht ab. Und irgendwie, da gibt es dann auch wieder Tage, denke ich mir, wieso habe ich mir das nicht gespeichert? Das ist eigentlich doch ganz gut und ja, naja. Gefällt dir mein neuer Job? Ja, ich habe jetzt erst jeweils, ich habe eigentlich am Montag immer frei und ich habe jetzt erstmals zwei, drei Montage da gearbeitet, also zum Einarbeiten, weil
von der ich den Job übernehme, die ist dann ab Mai weg. Und deswegen habe ich, und ich kann ja erst am Mai anfangen. Und deswegen habe ich jetzt das so gemacht, dass ich jeweils am Montag dort einlernen gehe im neuen Job. Und von daher kann ich noch nicht so viel sagen. Es ist einfach gerade wahnsinnig viel. Also ich schreibe da fast ganze Bücher voll mit Informationen, die ich mir merken muss. Und ja, es wird lustig. Ja. Ich werde schwimmen wie sonst was. Aber ich denke mir, der Job, wenn ich es dann mal im Griff habe, wird mir der schon gefallen, denke ich ja. Janine, hallo. Freut mich. Wie geht's dir? Hast du dich wieder ein bisschen beruhigt? Ja, es ist sehr anstrengend, Doris. Magnesisch Sprechbänder, ja. Nee, ich bin ja eigentlich ein Mensch, ich mag nicht so gerne Veränderungen eigentlich, ne? Und ich war jetzt auch 14 Jahre lang in dem Job und da hat es jetzt bestimmte Veränderungen gegeben. Also die Firma fusioniert mit einer anderen Firma. Ich hätte da irgendwo hin müssen zum Arbeiten, also in eine andere Ortschaft, viel weiter weg von meinem Wohnort und hätte viel den längeren Arbeitsweg gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, so nach 14 Jahren im selben Job, anstelle, dass ich meine ganze Energie und meine Nerven in diese Fusion stecke, mit dieser Firma, ja, ich habe es sowieso irgendwie schon da oben gehabt, da suche ich mir lieber mal was Neues und investiere da meine Zeit und meine Nerven und meine Energie, zu mal was Neues zu lernen. Aber prinzipiell habe ich eigentlich nicht so gerne Veränderungen. Es ist nicht so meins. Tschüss, Janine, schön, dass du kurz da warst. Wie gehe ich live? Ja, ich weiß jetzt, danke, Heidi. Ja, es ist ein großer Schritt, aber. Ja, ich hoffe, dass ich da irgendwie so nach ein paar Monaten so ein bisschen reinkomme und da sich auch wieder so ein bisschen Routine einstellt. Ja. Wo war ich gerade? Ah, wie man live geht. Ich weiß gar nicht mehr, ob das noch so ist, dass man 1000 Follower haben muss. Also, ja, das könnte sein, dass das noch so ist, keine Ahnung. Und dann kannst du, wie wenn du ein Video aufnehmen wirst, kannst du unten bei dem Plus kannst du verschieben auf Live. Logisch. Ich bin nicht so gut im Erklären. Sorry. Tschüss. Viel Spaß beim Lernen. Deine Kollegen haben vier Beine. Ja, mein Kollege hat auch vier Beine. Der ist gerade irgendwo am Schlafen. Aber das Gute ist, im neuen Job kann ich auch wieder 80% arbeiten. Das freut mich eigentlich sehr. Und da gibt es auch Gleitzeit, wobei ich davon offenbar nicht so groß profitieren kann. Aber ja, er ist auch sogar ein bisschen näher vom Arbeitsweg als der jetzige. Du arbeitest mit den Vierbeinern oder mit wem? Heidi, hast du auch Tiere? Bist du noch da? Nein, die Heidi ist nicht mehr da. Ich arbeite im Büro. Ich bin kaufmännische Angestellte. Hallo, Lejabi. Ah, mit Pferden, cool, geil. Cool. Nein, die Heidi ist eben nicht mehr da.
Ja, und jetzt werde ich mich wahrscheinlich mal auf die Suche begeben nach neuen Sounds. Oder ich hüpfe noch mal aufs Mofa. Eigentlich habe ich gar keine Lust zu nix. Und Hunde ausbilden, das ist ja interessant. Das wäre ja mein Traumjob mit Tieren. Aber ich habe nicht so gerne mit Menschen zu tun. Also ich habe ja mal ein Fernstudium gemacht für Tierpsychologie, Katze, Hund. Und habe da auch eine Zeit lang mitgearbeitet. Also ich bin zu Leuten nach Hause gegangen, die Probleme hatten mit der Katze, wenn sie zum Beispiel unsauber war oder so. Ich habe das aber nicht sehr lange gemacht, weil es mich belastet hat. Ich habe einfach nicht gern mit Menschen zu tun. Ich habe mir das irgendwie, ich habe das nicht richtig durchdacht. Ich hab gerne mit Tieren zu tun, aber um den Tieren helfen zu können, musst du natürlich mit den Menschen dich befassen und denen sagen, was sie alles falsch machen und so weiter. Und das hat mich dann irgendwie, nee, hat mich dann ein bisschen belastet. Die Hunde sind meistens schlauer, ja. Bist du oft auf der Straße erkannt? Nein, weil ich gehe nicht oft auf die Straße. Also wie ihr ja vielleicht schon in einem Video von mir gesehen habt, von gestern, glaube ich, bin ich so gern unter Leuten. Wenn ich einkaufen gehe, dann gehe ich in unserem kleinen Dorfladen einkaufen. Da sind dann nicht viele Leute drin. Und ich gehe auch sehr oft ungeschminkt aus dem Haus. Ich glaube, dann erkennt man mich auch nicht mehr so gut. Nee, ich werde nicht oft erkannt auf der Straße. Also es gibt natürlich die Leute in meinem Umfeld, meine Nachbarn und so weiter, die wissen, dass ich das mache. Aber ja, ne, es ist sowieso, es ist nur TikTok. Hast auch Tiere? Ja, ich liebe Tiere über alles. Ich habe auch ganz, 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 ganz. Ja, und online einkaufen. Ja, Doris, das mache ich auch so. Online. Ich habe auch schon sogar Essen online bestellt. Ne? Also, was wollte ich sagen? Ich habe auch ganz, ganz schwache Nerven, wenn es um Tiere geht. Also, wenn ich irgendwo eine tote Katze liegen sehe, dann ist für mich die Woche gleich gelaufen. Also, es ist ganz schlimm. Ich kann auch Tierfilme gar nicht gucken. Bricht mir immer das Herz. Würde ich gerne kennenlernen, aber ist bestimmt lang. Ja, warum nicht? Lachen ist immer gut. Kabu. Tschüss. Dir auch einen schönen Ostertag. Ja, ich hab's dann, glaube ich, jetzt auch. So. Also, ihr Lieben, schön, dass ihr da wart. Und ich wünsche euch noch ganz schön Ostersonntag und noch einen schönen Ostermontag. Ja, genießt die Sonne, wenn ihr das mögt, weil am Dienstag schneit es dann wieder, ne? Ich glaube ja noch nicht dran. Tschüss, Doris. Tschüss. Wie komme ich jetzt raus?